drei, vier. Hui. Für mich ist das Musik. Wie bei Harry Potter, wenn man den Zauberstab ausprobiert, dann fangen die Haare so an zu schweben und man weiß, es ist das Richtige. Und ich habe die Bratsche ausprobiert und ich wusste einfach, das will ich weitermachen. Ich heiße Arnold und ich studiere hier dieses Instrument, Bratsche oder auch Viola. Viola ist das italienische Wort dafür. Das Erste, was ich mache, wenn ich die Bratsche auspacke, ist eigentlich, ich demonstriere das jetzt mal, ich übertreibe es jetzt mal. Manchmal packt man die Bratsche aus und sie klingt wirklich so, also nicht so toll. Und dann muss ich erstmal die Tonhöhen der unterschiedlichen Saiten anpassen, dass die besser klingen. Dafür drehe ich jetzt hier an den Wirbeln und ihr hört das, wenn ich hier drehe, dann verändert sich der Ton ziemlich stark. Ich mache es nochmal vor. Und ich kenne dann diesen Tonabstand, das heißt, das ist so ein Intervall, sagen wir, also der Abstand von den Tönen. Und ich weiß dann, wie der klingt. Und wenn ich an der richtigen Stelle bin, dann muss ich aufhören zu drehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich versuche es trotzdem jetzt. Noch da. Ja, also das ist so. Ich habe hier so einen hohlen Holzkasten, würde ich das mal nennen. Also so alles Holz und hohl, deswegen klingt das hier so schön. Und hier sind so F-Löcher drin und die sind nicht etwa dafür da, dass da der Ton rauskommt, was viele Leute denken. Das hat was mit so Luftdruck und so komplizierten Themen zu tun. Jedenfalls viel wichtiger ist, dass hier oben drauf so ein Stück Holz, ein ganz dünnes Stück Holz steht, wo wiederum hier oben vier Saiten durchlaufen. Also Saiten, das sind diese Metallschnüre hier. Und ja, wenn ich jetzt hier mit diesem Bogen, nennt man das, über die Saiten streiche, dann kann ich dadurch erzielen, dass die Saiten anfangen zu schwingen und diese Schwingung, oh Gott, es wird wieder kompliziert, die gehen hier durch und am Ende schwingt alles. Das ist, glaube ich, so ganz gut erklärt, alles schwingt und dadurch entsteht halt so ein Klang. Ich habe mit Geige angefangen. Das ist relativ verbreitet, dass man erstmal Geige lernt. Entweder weil man die Bratsche noch nicht kennt oder weil man nicht weiß, wie toll sie ist oder weil es auch mehr Stücke für die Geige gibt. Jedenfalls habe ich mit 6 Jahren angefangen, Geige zu spielen und habe dann Geige schon studiert in einer anderen Stadt. Und irgendwann in den Sommerferien habe ich mir mal eine Bratsche ausgeliehen und dann wollte ich eigentlich nur ausprobieren, aber ich bin da irgendwie dran hängen geblieben. Es hat irgendwie Sinn gemacht, sich richtig angefühlt. Ich habe so eine Vorstellung von einem optimalen Klang, von einem Streichinstrument im Kopf. Und der ist vielleicht doch auch ein bisschen tiefer als eine Geige. Eine Geige klingt ja doch sehr hoch und die Bratsche ist dunkler und tiefer und ich finde deswegen auch ein bisschen gesanglicher, mehr wie so eine menschliche Stimme. Und das gefällt mir, dieser natürliche Klang und auch so dieses etwas Herbe. Sie klingt auch nicht wie ein Cello, das ja auch tiefer klingt, aber das kann man ganz schwer beschreiben. Aber zum Beispiel die
Position der Bratsche im Orchester. Die zeigt das eigentlich ganz gut schon. Die Geigen klingen höher als wir, die Celli sitzen auf der anderen Seite von uns meistens. Und wir sind so dazwischen und diese Mittelstimmen, die niemand wirklich hört oder kennt, aber die einfach dazugehören, wie so, ja, wie Käse auf dem Burger oder irgendwie einfach, ja, die richtige Soße bei den Nudeln.